Na, und den Tisch wollte ich jetzt nicht. Komm wieder raus, Jenny. Den Computer ist vielleicht... Ne. Interessant, wo es hier so lang geht. Warum zum Teufel muss ich immer hier unten Wache schieben? Weil du... Wo ist der? Moment mal. Wer hat denn jetzt hier gequatscht? Von woher? Also erstmal stört mich das Licht. Ganz pervers. Ach, hier unten? Nö. Hier ist doch ja nichts, oder? Ah, nee. Nö. Hier gibt's ja nichts außer ein paar Kisten. Hm, sehr merkwürdig. Gibt's noch Dokumente. Schön. Die nehmen wir mit. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wir sind da und wir müssen nach da. Okay. Also hier weiter. Na, ist ja hell. Ist der? Da ist ja einer. Ich hab ihn gesehen. Frage ist, wo wir jetzt hier... Da oben ist ein Loch. Kommen wir bei den Kisten wieder raus. Ja, Kicher. Okay, das Loch hat gar nicht gesehen, oder? Und hier hoch? Nee. Okay, das ist hier auch nicht so der Burner. Boah, Sammy, du kannst dich mal ein bisschen schneller bewegen hier durch das Wasser. Sieht ja sehr spacig aus hier, wa? Aha. Lustige Röhre. Sind Sie verrückt? Dann müssen wir sterben.
Wir müssen sowieso sterben. Richtig. Ich will nur dafür sorgen, dass wir dabei Gesellschaft haben. Was? Was? Ach du Scheiße. Er ist verrückt. Er kann doch nicht die Bombe zünden, wenn wir noch hier sind. Sorgen Sie dafür, dass die Bombe Sie nicht tötet, ja? Na. Nein, nicht! So, 10 Minuten Zeit. Bin begeistert. Na, mach mal auf das Brett. Überraschung. Gottes Willen. Oh, guck mal her hier. Ich komme. So, wer möchte noch? Ich glaube, erstmal keiner, wa? Keine Ahnung. So. Tür auf. Licht an. Wo ist jetzt die Kackbombe? Ist die hier drin? Hier, wa? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Guck trotzdem vorsichtshalber mal auf die Karte. Ja, hoch ist nicht verkehrt. Nee, nee. Hoch. Noch sagen sollen, dass da eine, dass da eine Scheibe vor ist. Wer ist da? Das ist wirklich nicht lustig. Kann man so sagen. So, was ist jetzt hier mit der Bombe? Bombe, wo bist du? Wo ist hier die Kackbombe? Okay, die muss unten. Eine Etage tiefer. Hier drinne? Knacken. Go, 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 go. Ach, die Scheiße. So, zack, offen. Konsole ist offen. Hack die Scheiße. So, haben wir. Oben, unten, Feuertaste, bewegen, Pfeiltasten. Du Scheiße, wie lange dauert denn das? Haben wir. Oh.
Wann jetzt? Hat nie geklappt? Okay, die Dinger hier. So viel Zeit haben wir nicht. Warum hat denn das jetzt nicht geklappt? Atem anhalten, sekundärer Taste. Aha. Moment. Speichere ich mal lieber ab. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Leute, macht hier keine Kacke, Mann. Beenden, Duckentaste, Pfeiltaste bewegen. Ja, ja. Oben und unten gibt es auch noch. Du Scheiße. Dann brauche ich ja bloß rechts gucken. Auf den. Dass das Ding möglichst. Möglichst gerade in dem Ding bleibt. Jo, geschafft. Bombe entschärft. So, nu? Ja, liebe Freunde, es sieht alles sehr bescheiden aus mit Double Agent, was das Ende anbetrifft. Spiel geht einfach nicht weiter nach Bombenentschärfung. Ich habe jetzt so ein bisschen was im Internet nachgelesen. Also wie man eventuell doch noch weiterkommt, sprich irgendwelche Grafikeinstellungen runterschrauben und Auflösung noch ändern, und ich hoffe, nach dieser Bombenentschärfung wird es dann auch endlich gehen. Es sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus alles, so ein bisschen auch verzerrt und bla, aber das Ende wollte ich schon ganz gerne sehen und euch natürlich auch zeigen, mal abgesehen von der Qualität her. Wie gesagt, im Internet wird viel berichtet darüber, gerade was das gute Ende betrifft. Auf dem Pfad wandeln wir ja, ne, auf dem guten. Wir haben ja so diverse Leute nicht erschossen. Beziehungsweise die Bösen erschossen, und ja, naja, ich hoffe, das geht hier jetzt endlich weiter, wenn ich hier die Bombe entschärft habe. Sieht zwar scheiße aus, aber naja, wie ist das Ende, wa? Jo, es geht weiter, Wahnsinn! Auftrag erfüllt. Los, los, los! Alle auf den Boden! Du! Hände hoch! Sofort! Frei! Frei! Wir haben Kontakt freilassen! Wo zum Geier ist er hin? Wo ist er hin? Als ob er nie da gewesen wäre. Den Behörden zufolge stehen noch weitere Verhaftungen aus. Doch der Plan der multinationalen Verschwörergruppe, Atombomben in New York und Los Angeles zu zünden, wurde vereitelt. Sir, wir haben Fischer immer noch nicht gefunden. Wir können nicht gleichzeitig das Gebäude sichern und ihn suchen. Fischer hat absoluten Vorrang. Haben wir uns verstanden? Die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass Massoud Ibn Youssef hinter dem Plan steckt. Heute Morgen wurde er vom FBI auf einem kleinen Boot im Hafen von New York verhaftet. Massoud wollte die Anschläge zusammen mit einer einheimischen Terrororganisation namens John Brown's Army durchführen. Wir haben Mendes gefunden, er liegt am Boden und hat keine Ausrüstung mehr. Fischer scheint ihn besucht zu haben. Wenigstens lebt er noch. Und jetzt finden Sie Fischer. Durchkämmen Sie die Gegend in einem Radius von 6 Blöcken und sehen Sie an den Docks nach. Er entkommt uns nicht. Mehrere Mitglieder der JBA wurden heute Nachmittag bei einer Razzia des FBI festgenommen. Der Berufsverbrecher und mutmaßliche Terrorist Carson Moss soll jedoch noch auf freiem Fuß sein. Sir, wir haben eine bestätigte Meldung. Er ist an Pier 16. Nein, Moment! Er läuft zum Fluss! Verstärkung ist unterwegs. Er darf auf keinen Fall entkommen!
Wir haben das spaltbare Material sichergestellt und alle an dem Plan beteiligten Terroristen festgenommen, so der FBI-Sprecher Roy Daniels. Das verdanken wir den tapferen Mitarbeitern unserer Polizei und der Geheimdienste. Fischer, hier spricht das FBI! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Er springt in den Fluss! Halt! Halt oder wir schießen! Zu spät! Er ist weg! Daniels fügte noch hinzu, dass jetzt, Zitat, nur noch kleinere Fragen geklärt werden müssen. Ja, liebe Freunde, nicht gleich abschalten, sondern dranbleiben. Es kommt nämlich noch so eine kleine Mini-Mission. Aber so grundsätzlich sind wir erstmal durch bei dem Spiel. Ich möchte mich gleich mal jetzt dazu äußern, nicht erst nach der nächsten Mission. Ja, der wirklich schlechteste Teil von Splinter Cell. Ich glaube, selbst Conviction wird besser, auch wenn das eine ganz andere Spielart sein wird. Ja, also die ganzen Bugs, die da so in dem Spiel drin sind und immer noch drin sind. Ich meine, diese Vierer Green Pepper Box habe ich mir nun noch ja nicht so lange her, dass ich mir die besorgt habe, sag ich mal. Da war auch der Patch und alles schon mit bei. Es gibt auch keinen neuen Patch, also ja, das ist unglaublich. Also, das fing damit an, dass man nicht auf Full HD spielen kann, nur mit ein bisschen rumtricksen. Über diverse andere Bugs, wie man die auch im Spiel selber gesehen hat, wo irgendwann an irgendwelchen imaginären Kanten hängen geblieben ist. Und seit jetzt hier zum Ende, wo nach der Bombenentschärfung in normaler Auflösung nicht mehr weitergehen, da muss man die Grafikeinstellung auf ganz niedrig schrauben, um ja, und die Auflösung noch, man sieht es ja hier, muss man runterdrehen, um denn wirklich die Szene danach auch noch zu sehen. In meinem Fall dann auch aufzunehmen, ja, ist natürlich der absolute Witz, ne? Also muss man echt so sagen. Von daher kann ich leider kein gutes Haar an Double Agent lassen. Damals, wo ich sie gespielt habe, da habe ich irgendwann dann auch aufgehört. Also ich habe es noch nicht durchgespielt, das war jetzt das erste Mal im Prinzip. Als Let's Player versucht man natürlich, man macht es eigentlich bei solchen Spielen, einfach durchzuspielen. Ja, wurde doch äußerst erschwert. Rein vom Schwierigkeitsgrad her waren eigentlich nur die eine Mission im JBA-Hauptquartier richtig schwierig, wo ich mir dann auch die komplette Lösung dazu genommen habe. Der Rest war eigentlich, ja, man hätte auch einfach durchrennen können und durchballern und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ich habe es ein bisschen gemixt, so zum Ende hin wollte ich es dann einfach auch bloß noch fertig haben, weil, ja, mich hat es nicht angesprochen, das Spiel. Aber ich wollte die Serie halt komplett haben, von daher musste Double Agent natürlich auch noch mit drin. Aber ich kann nicht behaupten, dass mir das Spiel großartig gefallen hat. Ja, die anderen drei Teile waren natürlich die besseren und naja, zu Chaos Theory hatte ich ja schon mal gedacht. Das ist der beste Teil bis jetzt. Conviction wird natürlich jetzt komplett anders werden, weil Conviction ist noch actionlastiger. Aber das werdet ihr dann im Let's Play sehen. Ich kann nur so viel sagen, ich hab's damals, wo es rausgekommen ist, auf der Xbox gespielt, da hat es mir sehr gut gefallen. Aber natürlich mit dem Hintergrund, dass man sagen musste, okay, es ist jetzt ein komplett anderes Splinter Cell. Ja, gut. Das war zu Double Agent. Ja. Ich sag mal so, es ist mit drinne in der Serie, in der Let's Play-Serie. Und damit hat sich der Fall. Von daher sehen wir uns natürlich hier noch im Anschluss. Nicht vergessen an diese kleine Mini-Mission, die noch zum Ende ist. Und dann sehen wir uns natürlich in Conviction wieder. Ich bedanke mich natürlich bei allen meinen Zuschauern und Leute, die kommentiert haben. Kann man die Kommentatoren nennen? Nee, ne? bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und Kommentieren oder auch nicht kommentieren, wie auch immer. Für jedes Like und so weiter und so fort. Und von daher sage ich spätestens bis zu Let's Play Splinter Cell Conviction.